Heute, da macht sich ein kleiner Elefant nass. Und die Geparden, die müssen ihren Grips anstrengen. Danny und Lippi, das alte Seebärenpaar. Seit kurzem haben die beiden eine neue in ihrem Revier. Bettina Hurgitsch. Sie hat die Leitung des neu entstehenden Feuerlands übernommen. So. Sie will heute die beiden gemeinsam mit Ruben und Lisa auf Touren bringen. Mit Fisch. Wir werden einfach mit Lippi ein kleines Training machen und sie sowohl körperlich als auch geistig etwas zu fordern. Die sind ja beide schon ziemlich alt, sind ja 23 Jahre alt jetzt da. Aber auch für die ist natürlich wichtig, dass die ein bisschen gefordert bleiben. Und auch bei denen gilt natürlich, wer rastet, der rostet. Na mal sehen, ob die beiden zu Seniorensport zu bewegen sind. Guten Morgen, ihr Nasen. Wir werden uns erstmal sortieren. Die Lippi soll zu mir und der Danny soll zu Lisa nach hinten. So, mal schauen, wo die rumdümpeln. Ja, Danny, der ist gerade in der Paarungszeit. Bettina konzentriert sich auf Lippi. Wir trainieren gerade mit Lippi, eine Plastikflasche aus dem Wasser rauszuholen und hier in diesen schönen Eimer reinzuwerfen. Das kann sie schon sehr lange nur, wenn wir das reinschmeißen, ist zurzeit Danny derjenige, der das nimmt und damit verschwindet. Und damit wir es wiederbekommen und Lippi diesen Trainingseffekt hat, wird Lisa einfach Danny jetzt hinten ein bisschen füttern und dort mit ihm ein kleines Training machen, während wir mit Lippi dann hier vorne bleiben. So, dann holen wir erstmal die Robbe. Lippi! Lippi, komm! Guten Morgen! Hallo! So, als allererstes machen wir in der Früh immer Target, ein medizinisches Training. Das heißt, wir schauen eigentlich nur, ob alles okay bei ihr ist und stellen den Kontakt her. Ja, das sind neue Leute, ja? Lippi stößt mit der Nase gegen die Hand. Dann gibt's einen Pfiff und dann einen Fisch. Das Ganze nennt man Target-Training. Wir können uns auch mal gerne ihre Zähne anschauen. Target. Und open. Gut, schaut alles super aus. Dann können wir ein bisschen anfassen hier drinnen, falls mal ein Abstrich genommen werden muss. Du bist okay. Eigentlich wäre jetzt die Flasche dran. So. Aber weg ist sie. Sie ist zurzeit ziemlich dominant bei Danny. Das heißt, sobald Danny gepfiffen wird, ist sie dort und klaut ihm den Fisch, wie man gerade sieht. Ist natürlich sehr toll für uns gerade. Wenn du mal aufgefressen hast, kommst du wieder zu uns? Nö, gerade nicht. Kiran. Beim kleinen Kiran, da gibt's halt keinen Fisch. Aber es wird frisch. Es geht los. Ein Vergnügen für Danny, Holger und Kiran. Heute haben wir vor, dem Kiran sein Badebecken wieder aufzubauen. Ja, seit den letzten 2-3 Wochen ist er ja da sehr intensiv mit Wasser beschäftigt und hat auch richtig Spaß damit. Das hat eine Weile gedauert. Und bei dem Wetter, wie es heute ist, mit 25 Grad in der Sonne, da haben nicht bloß Kiran Spaß, sondern dann auch Donchung und Rani. Und da wollen wir mal ein bisschen gucken, wie das Planschen geht bei ihm. Kiran, komm mal her. Wo ist denn der Zwerg? Ja. Ja, Kiran wiegt da jetzt schon über 170 Kilo. Ist noch ein bisschen untergewichtig. Aber wir sind gerade sehr gut dabei, oder er vor allem, sich da seine Milchportionen immer ordentlich abzuholen und sind gerade auf einem guten Weg. Na los, wir bauen mal das Badebecken auf, zotteln den Wasserschlauch raus. Dann hole ich mal einen Schlauch. Na, bei Schlauch, da sind alle gleich interessiert. Ah, ist noch nichts zum Essen, Donchung. Was erst voll messen oder soll ich ihn nass machen? Mach mal erst ein bisschen Wasser rein. Gleich nass geworden. Ja, gleich eins auf den Rüssel gekriegt. Ganz schön frisch das Wasser heute.
denn los, Zwerg? Hast du Lust? Muss er sich anscheinend noch mal überlegen. Bordana. Und irgendwo da auch Tochter Florina. Die Ameisenbären wie immer im Tiefschlaf. Aber da bringen Lisa und Michaela schweres Gerät. So, Mäuschen. Ich glaube, wir haben schlechte Chancen. Und da werden sie jetzt aus dem Bett geschüttelt. Madame ist noch nicht wach. Wir wollen heute Bordana und Florina wiegen. Wir müssen ja regelmäßig mal die Gewichtskontrollen bei unseren Ameisenbären machen. Und heute sind Bordana und Florina dran. Und ja, wir sind gespannt. Beim letzten Mal wog Florina 22 Kilo. Also gut die Hälfte von Mama. Mama hat noch ein bisschen mehr als die Hälfte, aber wirklich viel ist es nicht. Und wir wollen jetzt mal gucken, was sie jetzt wiegt. Ich habe den leichteren Job, eindeutig. Ja, das stimmt. Wird doch schlecht. Schlecht eingerührt. So, jetzt müssen wir die Hexe gleich nur noch mal wachkriegen. Willst du versuchen? Hallo, Madame. Könnten wir vielleicht mal aufstehen? Hallo? Guck mal, was ich habe. Würmers. Mmh. Mmh. Also den Kopf, den wir gerade sehen, das ist Bordana. Unten ist Bordana, oben ist Florina. Man muss es jetzt tatsächlich mittlerweile ja schon sagen, weil man das echt nicht so gut sehen kann. So. Hallo. Kommt ihr her? Ja, bei Würmern, da ist Florina von der schnellen Truppe. Warte mal. Ich mach mal an. Ja. Also das Florina. Wollen wir gleich mal versuchen? Ja. Wir versuchen es mal. Zum Wiegen soll jede allein. So. Hier rein. Hallo, hallo, wir brauchen einen von euch. Komm mal rein. Nicht beide. Jetzt sind es wieder beide. Mal sehen, wie es zuerst aufgeht. Also. So, jetzt hast du Bordana. 49,3. Fast 50 Kilo. Und die Tochter? Könnte man ja mal wetten. Oh, ich sag 23. Ich 23,7. Nee, ich sag 22,5. Okay. Ja, mal sehen. Na, mal gucken. Mausi, du musst mal hier rüber. Ja, zu viele Beine, die verfälschen das Ergebnis. Komm, Frau Ameisenbär. Jetzt, warte. Jetzt, gleich. Mama, Florina, jetzt. 23,25. Haha, ich habe 23,7. Nee, hätte ich nicht gedacht. Schon so ein Brocken. Mit gerade mal 8 Monaten. Na ja, hat auch einen gesegneten Appetit. So, ich klau dir die jetzt. Ab jetzt muss nämlich fürs Futter was getan werden. Wir würden den draußen noch mal ein bisschen so einen Spielball befüllen, so ein bisschen Beschäftigung, und den draußen einmal hinlegen. Das klingt nach Anstrengung. Da kommt sie schon. Sehr schön. Lippi, wieder da. Jetzt die Sache mit der Flasche. So, wir probieren das mal. Wir machen das noch nicht weit ins Becken. Ist nicht ohne. Ihre Schwierigkeit gerade ist, dass sie in den Eimer treffen muss. Und das sitzt noch nicht so ganz. So, du kommst zu mir. Super, toll. Toll, du Sappe. Ja, super. Magst du dich mal ein bisschen im Wasser bewegen? Mach mal ein paar kleine Sprünge. Wir nehmen uns erstmal das Target und schauen mal, wie du da halt Lust hast. Robben können ja extrem gut springen. Auch in der Natur sieht man eine Robbe ab und zu Seite springen oder dergleichen. Das heißt, wir machen für sie jetzt einfach nur ein paar kleine Dinge, wo sie sich einfach noch körperlich ein bisschen betätigen muss. Und schauen mal, was sie heute dazu sagt. In letzter Zeit war sie ein bisschen faul. Wo ist denn die Robbe? Da. Lippi! Wir fangen klein an. Gut! Toll gemacht! Super! So, steig uns einmal höher. Fertig mit dem Fressen? Dann los. Das war ein bisschen halbherzig, ja? Komm, wir probieren das nochmal, Lippi. Ich glaube, die Motivation geht gerade flöten. Jetzt nochmal mit Schmackes. Ah, da.
leicht geschummelt. Gilt das? Das zählt, ja. Mir ist wichtig, dass sie von unter Wasser den Schwung holt und einfach die Motivation hat. Wenn wir sie jedes Mal abbrechen, wenn sie es nicht ganz erreicht und schafft, geht bei ihr irgendwann auch der Frust ein bisschen los und die Motivation verloren. Und sie macht ja alles freiwillig mit. Und um diesen Spaßfaktor und diese Motivation zu erhalten, deswegen habe ich das gelten gelassen, ja. So, wo ist sie denn schon wieder hin? Da drüben. Lippi, wieder abgetaucht. Jetzt kommt nämlich Ruben Holland ins Spiel. Der soll zum Training den Tierarzt mimen. Für den Fall, dass mal was ist. Ich werde Lippi jetzt hinlegen lassen. Und dann wird Herr Holland sie quasi einfach am Körper überall abtasten. Er hat ja noch mal einen anderen Druck drauf oder fasst sie anders an. Und Lippi soll einfach da liegen und stillhalten. Das macht sie aber in der Regel sehr brav. Okay? Gut. So. Ah, ah. Stopp, Moment. Das sieht man schon. Deswegen üben wir das ab. Dann ich spiel erstmal auf die andere, dann muss ich. Okay, Target. Nee, das mit dem Tierarzt schmeckt ihr gar nicht. Was jetzt? Ach, Kieran, der einst Wasserscheue. Er kann es kaum abwarten, ne? Der hat das kühle Nass für sich entdeckt. Na, endlich. Ja, in den letzten zwei Wochen hat es bei ihm vielleicht auch einen Schalter umgelegt. Ja, wie das halt so ist manchmal mit Kindern, die dann wirklich dann auch nicht mehr aus dem Swimmingpool raus wollen. So ist das dann eben auch bei dem Kleinen. Der hat ja wirklich Spaß entwickelt. Ja, wir haben den gerade bei den Sommerwochen, jetzt, wie sie in den letzten Tagen waren, oder letzten Wochen, viel geduscht. Und dann, das ging halt immer besser. Das ist schon sehr, sehr witzig. Schöne Momente im Tierpflegealltag. Für die Großen ist es auf jeden Fall der Auftakt zur Körperpflege, den alten Schlamm von den letzten Tagen abzuwischen und abzumachen und den alten Schmutz. Und dann ist ja die richtige Körperpflege dann das Einsanden, das Beschlammen, so dass die Sonne nicht mehr so auf dem Pelz brennt, beziehungsweise die Insekten, denen nichts mehr anhaben kann. Aber für den Kleinen ist das einfach bloß Spaß. Aber nach dieser Kür, da kommt auch für ihn jetzt die Pflicht. Kieran, komm her. Ne? Wie macht man das als großer Elefant? Mit dem Rüssel und mit dem Fuß. Die Hose fein. Na, sieht so aus wie ein Schnitzel. So ist das auf der Haut, bei der Sonneneinstrahlung. So, habt Spaß. Ich denke, das reicht. Den jetzt vermutlich. Und außerdem wissen die genau, dass wenn wir jetzt gehen, gibt es noch mal Futter. Aber Donchung fängt jetzt an, die besandet sich jetzt erstmal und dann macht der Kleine ein bisschen mit. Oder der legt sich jetzt gleich hin in den Sand, weil es sehr anstrengend war und macht jetzt ein Schläfchen. Ja, so ein Badetag. Der macht müde. Nandi und Tariro, die beiden Gepardenschwestern, haben auf ihrer Anlage alles im Blick. Aber in bestimmten Situationen gelten sie als ausnehmend faul. Das will Elke Schwierz jetzt mal überprüfen. Heute müssen sie fürs Abendbrot richtig ran. Normalerweise kriegen sie einfach ihr Karnickel oder ihr Fleisch in der Satte. Dann nimmt sich jeder sein Stück, frisst und geht schlafen. Und wir haben uns gedacht, wir versuchen das mal mit einer Kamera mal aufzuzeichnen, ob sie, was sie denn anfangen mit Beschäftigung. Oh, das wird ja also ein Knobelspiel. Das Auge isst mit. Nicht ganz so beliebt.
Geparden mögen eher schnelle, flinke Aktionen. Die jagen Spatzen auf der Anlage, alles, was sich bewegt, dem wird hinterhergejagt. Aber wenn wir denen irgendwas in den Innenkäfig stellen, einen Ball oder so, ne, wird dann rumgegangen oder wird vielleicht noch mal komisch geguckt, wenn man aus Versehen gegengestoßen ist. Aber es ist nicht so, dass sie nun verspielt sind wie die Löwen. So, dann haben wir noch was ganz Besonderes. Die müssen wir denen einfach noch geben. Eine Straußenfeder. Als Deko. So. Machen wir es gleich hier genau hier drunter. Da stößt er dann auch mal an seinen Spielball an und wird daran erinnert, dass er ja noch mehr hat als nur das Essen. Dann bauen wir mal noch die Nachtkamera ein. Mit dieser speziellen Kamera werden die Schwestern dann über Nacht aufgenommen. Dann werden die 18.30 Uhr reingelassen. Und dann gucken wir erst morgen früh wieder. Könnte eine anstrengende Nacht werden. Die ahnen davon noch nichts. Ruhen sich schön aus. Bei Ihnen hier ist es mit der Ruhe schon länger vorbei. Spechti, ich lass Sie dann jetzt raus gleich, ne? Ja. Rufst du? Vor Ihrer Haustür legt Michaela mit Mehlwürmern gefülltes Spielzeug aus. Damit hier wohl mal ein bisschen Pep reinkommt. So? So, du kannst! Geh mal raus, Maus. Jetzt kommt's dann. Komm mal her. Und Badana blockiert wieder den Ausgang. Und Florina schläft wahrscheinlich schon wieder, ne? Könnte sein. Ameisenbärbeschäftigung ist immer so ein bisschen. Es passiert was, wenn sie es erblickt haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie rausgehen und ihre Umgebung scannen und denken, oh juhu, da ist was. Sondern eher rausgehen und. Oh, ein Grashalm. Oh, noch ein Grashalm. Also eher so. Langsam. Oh, jetzt. Guck. Wir nähern uns in großen Schritten. Aber pass auf, jetzt ist da gleich eine Ameise und dann ist vorbei wieder. Kommst du mal? Vielleicht? Das mal ja, ich. Vielleicht. Oh, ein Strohhalm. Dieser riesengelbe Ball ist genau vor ihrem Gesicht und sie bemerkt es erst, wenn sie gegenstößt. Ne? Das ist die Diätbeschäftigung. Hat sie Glück, dass Florina das noch nicht entdeckt hat. Mhm. Florina ist da um einiges vehementer. Die folgt gerade einer anderen Spur. Leider auch erfolglos. Ja, es ist eher Tierpflegerbeschäftigung als Tierbeschäftigung. Aber es war ein Versuch wert. Das war's. Hat hervorragend geklappt. Mhm. Schön. Ja, Schluss mit der Tierbeschäftigung ist spätestens dann, wenn jemand auf Toilette muss. Lippi, komm. So, auf ein Neues. Ich bin hier. Lippi, komm. Na, Lippi, versucht's noch mal. So, da kommt sie schon. Sehr schön. Hallo. Target. Alles gut. Und hinlegen. Gut. Okay? Ja. Fein. Ah, ah. Target. Und hinlegen. Gut. Okay? Gut. Toll machst du das. Ah, ah. Target. Hinlegen. Sie ist eher, ich sag's mir gerne, die Spaßrobbe. Also Geduldssachen sind nicht zu ihrer Stärke. Und jetzt muss sie ja doch ein, zwei Minuten oft mal liegen. Dadurch, dass sie eben ab und zu hochkommt und auch an dem Blick merke ich, dass sie da ein bisschen angespannter ist als sonst, ja. Okay. Okay. Toll gemacht. Super. Ja, wir kombinieren das immer. Wenn Lippi eine Übung gemacht hat, die sie nicht so toll findet, wie eben dieses Rumliegen, dann versuchen wir das quasi immer auszugleichen, indem sie nachher eine schöne Übung wieder hinterher bekommt. Und ihre absolute Lieblingsübung ist den Ring aus dem Wasser holen. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Und zwar ist der hier, nur die Robbe nicht da.
Das ist auch toll. Lippi. Zack. Super. Toll. Gut. Bitte schön. Robben sind sehr lernfreudige Tiere, sehr wissbegierige Tiere. Dadurch ist es recht leicht, die zu trainieren. Und Lippi und Danny haben schon sehr, sehr viel mitgebracht. Also so gut wie alles, was sie können, gab es quasi schon. Oh, danke schön. Also Lippi bringt wirklich alle möglichen Dinge aus dem Wasser. Und damit sie das auch weiterhin fleißig macht, kriegt sie auch dafür was, auch wenn es jetzt nicht nötig gewesen wäre, uns ein Laubblatt zu bringen. Aber es ist wirklich eine wahnsinnig tolle Übung. Also kann ich nur immer wieder sagen. Super. Toll warst du. Stinktier. Schnell weg. Ja, und gucken, ob es bei Danny noch was abzustauben gibt. Am nächsten Morgen. Die Anlage leer. Die Geparden sind noch im Stall. Gerade aufgestanden. Helke, gespannt wie ein Flitzebogen. So, Mädels, raus geht's. Guten Morgen, raus auf die Anlage. Sonne scheint, Blumen blühen. Jetzt müssen wir das Tier rausschmeißen, damit wir die Kiste genau angucken können. Eins, zwei. Nur die beiden wissen, was heute Nacht los war. Aber jetzt ist die Bahn drinnen frei für Elkes Nachforschungen. Sieht recht ernüchternd aus. Oder es war so einfach, dass sie es einfach rausgezogen haben und die Kiste nicht bewegt haben. Aber das Fleisch ist gegessen. Es ist weg. So, jetzt will ich aber sehen, wie sie es gelöst haben. Ja. Ein Rätsel. Mal schauen, gespannt, was die Nachtaufnahmen so verraten. Da kommen sie schon. Na, schieben sie erstmal weg. Dafür, dass es morgens auf dem richtigen Platz stand. Sieht aus, als ob Nandi hinten sitzt. Und Tariro hat es vorne sich rausgezogen an der Ecke. Da war wohl das Loch doch ein bisschen groß. Aber Nandi hat es etwas schwerer. Die muss in der Kiste Stück für Stück abbeißen. Die kriegt ihr vielleicht nicht raus. Aber jetzt hat es fast raus. Da. Nandi hat auch ihr Fleisch draußen. Naja. Und damit steht die Kiste auch wieder ganz perfekt eingeparkt unter dem Ball. War nicht wirklich lange. Nach 10 Minuten ist die Beschäftigung auch schon wieder vorbei. Ruckzuck. Aber Elke schaut vorsorglich noch etwas später. Und siehe da. Oh, 0:52 komplett dunkel. Das ist ja witzig. Also ist doch länger Beschäftigung, als ich im ersten Moment dachte. Wenn man 0:52 dafür noch mal aufsteht, dann lohnt sich das ja dann doch. Obwohl, so ein Gepard hätte wahrscheinlich auf derartige Ideen auch verzichten können. Die Robben üben sich schon wieder im Müßiggang. Aber nicht mehr lange. Es gibt dann nämlich schon einen neuen Plan. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir quasi diese Unterkonstruktion hier zu einem Rahmen erweitern. Ein Floß? Oder was ist da los? Was Danny davon hält, das erfahren Sie beim nächsten Mal. Außerdem, zwei selbstleuchtende Skorpione ziehen in den Schrank des Schreckens. Ich werde erst in der übernächsten Woche wieder dabei sein. Freundlicherweise vertritt mich mein Kollege Stefan Barth. Also bis dann. Tschüss.